Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zum Hamster Simulator. Heute geht es um einen neuen Variablen-Typ, und zwar um den Typ Boolean und um die If-Verzweigung. Was das ist, erkläre ich euch jetzt. Hier sehen wir mal ein ganz simples und kleines Programm. Hier sehen wir auch schon, dass dieses Wort Boolean vorkommt. Boolean ist wie Integer oder Double oder Float oder Long, die wir aus einem vorherigen Tutorial schon kennengelernt haben, aus einem vorherigen Teil des Tutorials, auch ein Variablentyp. Dieser heißt Boolean. Boolean enthält keine Zahlen, keine Worte. Es enthält einen Wahrheitswert. Dieser kann true oder false sein, wahr oder falsch. Die bisherigen, die wir kennengelernt haben, beinhalteten immer eine Zahl in ihrem Behälter sozusagen. Eine boolesche Variable beinhaltet einen Wert true oder false. Wie das Ganze funktioniert, das werde ich jetzt erklären. Deklarieren tun wir das ganz normal mit dem Variablen-Typ, in diesem Fall Boolean. Und dann dem Bezeichner. Das kennen wir ja auch schon von den anderen Variablen-Typen wie Integer. Da funktioniert das parallel. Int i zum Beispiel funktioniert ziemlich parallel. Wir können natürlich auch direkt einen Initialisierungswert mitgeben, zum Beispiel int hallo gleich true, true, wie das bei Integer-Variablen auch geht. Hallo kann in diesem Fall, beziehungsweise eine boolesche Variable kann generell nur zwei Werte annehmen, true und false. Hier setzen wir zum Beispiel die boolesche Variable hallo gleich true und hier hallo gleich false. Was wir auch machen können, ist, eine boolesche Variable, beziehungsweise einen booleschen Wert zu negieren. Da ein boolescher Wert nur zwei Zustände sozusagen haben kann, gibt es ein Gegenteil von den jeweiligen. Das heißt, wir können sagen, hallo gleich nicht hallo. Das Negieren, das funktioniert mit einem Ausrufezeichen vor dem Wert oder Befehl. Hier setzen wir hallo gleich false. Hier weisen wir hallo einen neuen Wert zu, und zwar nicht hallo. Das heißt, das Gegenteil von Hallo. Das bedeutet, wir weisen hier Hallo, das Gegenteil von False, also True zu. Das heißt, ab hier ist die Variable Hallo gleich True. Und jetzt sehen wir hier wieder, diese Befehle sehen jetzt aus wie Methodenaufrufe. Das sind sie auch in einer gewissen Weise, funktionieren aber ein klein wenig anders. Das werden wir jetzt sehen. Führen das Programm mal aus und konzentrieren uns hier erstmal auf das Maul leer. Was sehen wir hier rechts im Fenster? Maul leer, Doppelpunkt, true. Diese Anweisungen hier sind Prüfbefehle. Diese liefern einen Wert zurück, und zwar einen booleschen Wert. Dieser kann, wie schon genannt, zwei Werte zurückliefern, true und false. Hier wird dann true zurückgegeben, weil bei Maul leer. Dies liegt daran, dass im Mund des Hamsters null Körner sind. Also mit dieser Methode bzw. mit diesem Befehl prüfen wir, ob der Hamster Körner im Mund hat. Mit vorn frei prüfen wir, ob vor dem Hamster, also hier, eine Mauer steht. Das tut es, also liefert uns diese Methode den Wert true zurück. Ist ein Korn auf dem Feld, wo der Hamster draufsteht? Nein. Also bekommen wir ein false zurück. Da es nicht wahr ist, dass ein Korn auf dem Feld vom Hamster steht.
Das sind jetzt die Grundlage zu den boolschen Variablen. Ich denke, das muss man erstmal wissen. Und jetzt kommen wir zu der if-Verzweigung. Hier sehen wir ein kleines Beispiel von so einer if-Verzweigung. Und hier kommt so ein Prüfbefehl zum Einsatz. Dort wird geprüft, ob ein Korn auf dem Feld ist, wo der Hamster draufsteht. Angefangen wird die if-Verzweigung mit einem if. Dann kommt eine offene Klammer. Dann das, was überprüft werden soll. Und dann eine geschlossene Klammer. Und dann der Anweisungsblock, was getan werden soll, wenn dieses Kriterium zutrifft. Das kommt in die geschweiften Klammern. Es fängt hier bei der Klammer an und endet bei dieser hier. In diesem Fall soll der Hamster ein Korn nehmen, wenn ein Korn da ist, soll er dieses nehmen. Man kann das ziemlich analog lesen, und zwar, wenn ein Korn da, nimm, Verzweigungsende. Ziemlich einfach. Das probieren wir dann doch mal aus. Korn da, false. Er hat kein Korn genommen. Jetzt legen wir mal ein Korn aufs Feld. Lassen es nochmal laufen. Und er hat das Korn genommen. Und hat jetzt ein Korn im Mund. Wir können diese Befehle auch verknüpfen. Und zwar mit den Zeichen und oder. Dazu habe ich auch mal ein paar Beispiele aufgelistet. Und zwar ist true ein sogenanntes boolesches Literal. Von frei ein Testbefehl, nicht von frei, dieses nicht ist eine Negation. Es wird sozusagen ins Negative umgewandelt. Von frei und Maul leer ist eine Konjunktion. Diese beiden Befehle werden zusammengehängt. Und von frei oder Maul leer ist eine Disjunktion. Wie funktioniert das mit diesen Disjunktionen, Konjunktionen und Negationen? Das werde ich euch jetzt auch einmal zeigen. Und zwar wäre es doch schön, wenn der Hamster jetzt nicht nur prüft, ob da ein Korn da ist, sondern ob vorn auch noch frei ist. Also könnte man zum Beispiel so eine if-Verzweigung auch noch mal schachteln. Und der würde nun prüfen, ob ein Korn da ist und ob vorne auch frei ist und erst dann das Korn nehmen. Ach ja, man kann es ja ganz einfach resetten, glaube ich. Naja, auch egal. Null Körner. Ja, genau, eins liegt auf dem Feld. Wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Ja, er nimmt sich das Korn. Jetzt setzen wir da mal eine Mauer vor. Und wir sehen, es funktioniert nicht. Aber es ist jetzt natürlich lästig, dass wir da zwei if-Verzweigungen drin haben. Was wir da machen können, ist eine Konjunktion. Dazu schreiben wir ein doppeltes Und-Zeichen und setzen das vorn frei einfach noch dran. Jetzt wird geprüft, ob beide Kriterien den Wert true liefern, also ob beides wahr ist, ob ein Korn da ist und ob vorn frei ist. Und in diesem Fall soll der dann natürlich nehmen. Das probieren wir dann auch mal aus. Und er macht immer noch das Gleiche, weil vorn ist nicht frei, also nimmt er auch nicht. Machen wir die Mauer jetzt mal weg. Und lassen das Ganze nochmal laufen. Und er nimmt sich das Korn.
Das heißt, mit diesem Doppel-Und verknüpfen wir sozusagen diese zwei Testbefehle. Und wenn beide übereinstimmen, dann nimmt der das Korn bzw. führt den Anweisungsblock aus. Trifft eins dieser beiden Kriterien nicht zu, dann tut er das natürlich nicht. Also nur wenn ein Korn da ist und vorn frei ist, dann nimmt er auch wirklich das Korn. Wie funktioniert die Negation? Ja, das ist eigentlich ganz simpel. Und zwar mit einem Ausrufezeichen vorne dran hieße das jetzt, der würde das Korn nehmen, wenn ein Korn da ist, es aber nicht vorne frei ist. Das heißt, wenn hier eine Mauer stünde. Dieses Gesamte, was in diesem in den Klammern steht, muss true ergeben, wie schon vorhin erwähnt. Das heißt, beide Befehle zusammen müssen true ergeben. Wenn eins von den beiden falsch ist, false ergibt, ist die ganze Klammer hier false. So funktioniert das bei einer Konjunktion. Bei der Disjunktion ist das anders. Da muss eins dieser beiden Kriterien true ergeben, damit der Anweisungsblock ausgeführt wird. Das heißt, es muss in diesem Fall entweder ein Korn da sein oder es muss vorn frei sein. Das können wir auch mal probieren. Der hat sein Maul leer, ne? Nee, doch nicht. So. Es ist in diesem Fall ein Korn da, aber es ist nicht vorn frei. Und er nimmt das Korn, da dieses Kriterium Korn da zutrifft. So funktionieren die If-Anweisungen und das sollte jetzt erstmal genügen. Vielen Dank fürs Zusehen.